Wegen Problemen bei der Stromanspeisung im Kosovo gehen in Europa elektrische Uhren wie Radiowecker nach. Schon seit Januar gibt es geringe Abweichungen von der normalen elektrischen Frequenz von 50 Hertz im gesamteuropäischen Stromnetz. Wenn der Verbrauch und die Produktion von Energie nicht ausgeglichen sind, entsteht ein Ungleichgewicht, das sich direkt auf die Frequenz auswirkt. Die Frequenz ist mit der Zeit verknüpft. Wenn die Frequenz nicht genau bei 50 Hertz liegt, gehen die Uhren schneller oder langsamer. Das ist es, was die Uhren beeinflusst hat. Der Engpass im europäischen Stromnetz hängt offenbar mit Streitigkeiten über die Stromversorgung serbischer Enklaven im Kosovo zusammen. Die Abweichung der Frequenz beeinflusst Uhren, die vom Stromnetz abhängig sind. Diese haben mittlerweile fast 6 Minuten Verspätung, es sei denn, sie wurden neu gestellt.